Hallo Sebastian. Hallo Sabine. Die Frage, die mich bewegt und auch motiviert hat, dich zu fragen, ist, dass ich für mich seit ein paar Jahren mit der Frage gehe, wie komme ich in meine Kraft und gleichzeitig diesen Weg und diese Frage auch für andere Menschen gehen möchte. Und du beschäftigst dich sehr mit Musik. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage, wie kann man mit Musik und Klang in seine Kraft kommen? Wie kann uns Musik und Klang unterstützen, in die eigene Kraft zu kommen und drin zu bleiben? Das wäre meine Frage an dich. Ja, das ist eine spannende Frage. Und natürlich sage ich ganz klar, Musik kann uns helfen, in unsere Kraft zu kommen. Vielleicht lass mich noch mal so ein bisschen differenzieren, was es denn für Kräfte gibt in uns, was wir denn für Kräfte haben. Da ist zum einen die physische Kraft, dann die geistige Kraft und die Herzenskraft, wenn wir das noch mal ein bisschen unterscheiden. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass Musik auf alle drei Ebenen einwirkt, auf die physische, auf die mentale und auf die spirituelle, wenn du so möchtest. Mhm. Aber auch nicht jede Musik, sondern wir müssen natürlich schauen, was für Musik wir machen, was für Musik wir hören. Und das ist ein ganz großes Gebiet. Und wenn man sich da mal richtig mit beschäftigt, richtig eintaucht, dann stellt man fest, dass es Musik gibt, die ganz gewaltig auf uns einwirkt, positiv, und es gibt Musik, die uns auch Kraft nimmt, auch rauben kann. Ja, das ist ein großes Gebiet. Also ich habe da ja auch ein Buch drüber geschrieben, um da ein bisschen detaillierter reinzugehen. Also zum Beispiel, was bewirkt Rhythmus? Rhythmus, die rhythmische Komponente in der Musik betrifft unseren physischen Aspekt, also alles, was wir so mit der Physis zu tun hat, die Vitalität, die Lebenskraft, die Ausdauer, die Konstitution. Das Melodische in der Musik wirkt ein auf unsere Gefühlskraft, auf unser Herz. Und die harmonische Komponente in der Musik wirkt dann auf unseren Spirit, also auf unsere Verbundenheit mit der göttlichen Kraft ein. Okay, das heißt, über die Auswahl, welche Musik wir nehmen, wie die Anteile von Rhythmus, Melodie und Harmonie sind, können wir auch gezielt auf einzelne Elemente einwirken? Richtig. Also natürlich haben wir in der Musik immer, normalerweise im besten Fall haben wir alles ausgewogen, Rhythmus, Melodie und Harmonie. Also mit Rhythmus darf man nicht verwechseln, damit ist nicht nur gemeint irgendwelche Rhythmusinstrumente oder dieses typische, okay, das sind Trommeln, sondern in der Melodie ist ja auch ein Rhythmus. Also in der Musik von Johann Sebastian Bach oder Wolfgang Amadeus Mozart ist die rhythmische Komponente sehr, sehr ausgereift, auch wenn wir jetzt nicht diese Dominanz der Trommeln im Vordergrund haben. Mhm. Also Rhythmus ist in jedem Instrument vorhanden und in jeder Musik. Allerdings ist es so, dass manche Musik, wenn ich jetzt mal das Beispiel Trommelmusik nehme, da wird natürlich die physische Komponente ein bisschen hervorgekehrt. Ne? Also die reine Trommelmusik wirkt ganz besonders auf unseren Körper ein. Mhm. Wenn da die Melodie fehlt, dann bekommt sozusagen unser Gefühl, unser Herz nicht so viel ab. Wenn keine harmonischen Strukturen da sind, fehlt auch der Bezug eben zum Spirituellen. Das ist erstmal ganz wertfrei zu sehen. Also da ist es nichts Schlechtes oder Gutes dran, sondern man muss einfach nur wissen, okay, wenn ich jetzt trommellastige Musik höre, dann wird mein Körper energetisiert. Und genauso wurde früher das auch benutzt, oder also als man noch ein bisschen bewusster mit Musik umgegangen ist. Zum Beispiel auf Segelschiffen oder auf Galeerenschiffen oder im Krieg. Man hat die Menschen wenn physische Arbeit bevorstand, mit Trommelmusik energetisiert, weil das eben Power gegeben hat. Ne? Und wenn die Arbeit dann erledigt war, hat es die Trommelmusik auch nicht mehr gebraucht. Oder die rein rhythmische Musik. Dann hat man sich vielleicht wieder mit melodischeren Liedern wieder in den Gefühlskörper gebracht, zum Ausgleich. Und jede Musik, die wir auf der Welt hören oder haben,
geht natürlich mit diesen drei Elementen um. Und je nachdem, ich hatte gerade Bach oder Mozart erwähnt, da finde ich, oder kann man auch selbst prüfen, oder es gibt auch Untersuchungen, da ist die Ausgewogenheit von Rhythmus, Melodie und Harmonie immer sehr, sehr groß. Das heißt, wir werden durch die Musik von den Klassikern mehr oder weniger auf allen Ebenen genährt, in einem ausgewogenen Verhältnis. Anders sieht es aus mit der modernen Musik. Oft fehlt da die Melodie, also sowohl in der modernen Klassik, also der sogenannten ernsten Musik, die auf das Melodische verzichtet. Und auch im Popmusikbereich, Hip-Hop, da ist die Melodie auch verloren gegangen. Das heißt, wenn das fehlt, werden wir nicht nur nicht genährt, sondern wir werden auch beraubt unserer emotionalen Kräfte, wenn die Melodie fehlt. Wenn das Harmonische auch nicht ausgewogen ist oder das Melodische nicht stützt, weil das Melodische gar nicht mehr vorhanden ist, dann erfahren wir auch die Stütze oder die Sinnhaftigkeit des Spirituellen nicht mehr. Mhm. Und das ist das, was wir zurzeit erleben in der Welt. Wir haben mehr oder weniger nur noch die rhythmische Komponente betont und sind völlig zurückgeworfen auf unser Physis. Die Menschen, ein Großteil der Menschen identifiziert sich mit dem Körper. Und der Körper ist der Spielball des Ego und hat vergessen, dass es da noch eine Seele gibt, die wir nähern müssen. Oder eben auch ein Geist, ja, der genährt werden muss. Und diese Kraft die Stärkung dieser Kraft ist in der heutigen Musik nicht mehr vorhanden. Und deswegen haben wir diese etwas bizarren Zustände. Aber das heißt schon, dass man über die Art, dass man eine Musik auswählt, die sehr ausgewogen ist, auch dafür sorgen kann, seine eigenen Anteile wieder ausgewogen zu bekommen, was ja auch ein Ausdruck ist für in seiner Kraft zu sein, wenn man Körper, Geist, Herz, Seele, wenn man alle Anteile spürt und mit allen Anteilen arbeiten kann, weil sonst fehlt ja ein Teil davon sozusagen. Ja. Das heißt, entweder könnte man sehr bewusst einen einzelnen Aspekt ansprechen, wo man das Gefühl hat, der ist jetzt vielleicht unterrepräsentiert bei einem selbst, indem man jetzt was wählt, wo jetzt vielleicht mehr Harmonie hat und weniger Rhythmus oder mehr Melodie, oder aber gleich in eine Musik geht, die einem alles in einer wohlgeformten Art bietet, sodass die Teile in einem wieder über die Musik praktisch in Harmonie kommen. Ja, also wenn man so möchte, für mich ist die Kraft, die wir brauchen, oder die Urkraft, ist die Seelenkraft. Wenn wir in der Seelenkraft sind und bewusst Zugang dazu haben, also bewusst mit dem Geist drauf zugreifen können, haben wir ja auch die Kraft für alle anderen Ebenen. Wenn wir nur in der physischen Kraft sind, dann fehlen uns zwei Drittel. Also möchte. Ja. Aber wenn wir uns in die Seelenkraft bringen, steht uns alles zur Verfügung. Oder wir erinnern uns an die göttlichen Kräfte und den göttlichen Zugang in uns. Und das heißt, Musik, die direkt auf die Seele abzielt, ist natürlich am förderlichsten, weil sie uns da packt, ja, was wir eigentlich sind, wo unsere wahre Natur liegt und damit auch unsere wahre Kraft. Es gibt zum Beispiel ich nehme jetzt nochmal Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart, aber viele andere Komponisten auch, für die war ganz klar, deren Musik ist erstens kommt aus der Seelenebene, aus der göttlichen Ebene und dient dazu, die Seele des Menschen wieder zu stärken. Also Mozart hat es auch irgendwann mal gesagt, das genaue Zitat weiß ich nicht, aber im Sinne von: Meine Musik dient dazu, die Seele des Menschen zu erheben, also quasi wieder emporzuheben. Und das findet tatsächlich statt. Also wenn wir Mozart, Haydn und unzählige andere hören, die eben ihre Inspiration aus der göttlichen Ebene erhalten haben und das dann in irdische Klänge umgesetzt haben, sodass wir das dann über unseren irdischen Körper wieder wahrnehmen kommen, Zugang zu unserer Seele finden, dann ist diese Musik extrem nährstoffreich oder extrem kraftspendend. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Musik, wenn wir merken, oh, da fehlt es mir jetzt gerade oder da bin ich in Imbalance, dass wir dann gezielt mal auf auch andere Musik zugreifen können, die bestimmte Aspekte dann
erfüllt. Ich habe mein persönliches Coaching-Konzept oder mein persönliches Konzept habe ich Carpe Musicam genannt, also nutze die Musik. Und wenn wir uns ein bisschen auskennen, ein bisschen schlau machen mit Musik, dann können wir eben bestimmte Musik nutzen, um ja, Krankheiten zu heilen, uns in eine Kraft zu bringen, um Zustände wieder auszugleichen. Das ist dann möglich. Mhm. Aber ich sag mal so, das Allheilmittel oder so, das ist schon, finden wir das schon in besonderem Maße in der klassischen Musik, aber auch in anderen klassischen Musik, auch in der indischen Musik oder in anderen. Ja, ich finde gerade diesen Aspekt wertvoll, wo du sagst, dass auch das Erinnern wieder, also an die Seele, an die Schönheit, das ist auch wieder so eine Rückverbindung an das, was das eigentliche, wesentliche ist. Und das ist ja das, was einen, sagen wir mal, heil macht, ganz macht, was einen in die eigene Kraft bringt, wenn man sich wieder an das Eigentliche, an das Wesentliche erinnert und rückverbindet. Ne? Hm. Und also man könnte dann Musik sagen, eine Möglichkeit. Ja. Also bestimmte Musik oder Musik kann tatsächlich eine Art von Yoga sein, also buchstäblich die Rückverbindung eben zur Seele oder eben, dass wir uns anfangen daran zu erinnern. Und dabei ist eben ganz wichtig, was ich immer betone, das hat nichts mit dem Geschmack zu tun. Ein Apfel mag mir nicht schmecken, aber die Nährstoffe da drin tun mir trotzdem gut. Oder ich muss mich erstmal dran gewöhnen wieder, wie ein Apfel schmeckt und den Geschmack dann liebgewinnen, weil ich merke, oh ja, der gibt mir wirklich Kraft. Und genauso ist es in Musik, wenn Leute sagen, ach nee, ich kann mit Mozart nichts anfangen oder finde ich doof oder sowas. Gut, darf erstmal sein, aber die Musik wirkt trotzdem. Die Nährstoffe da drin, die klanglich, die Schwingungen, die Informationen, die da drin enthalten sind, die göttlichen Informationen, wenn man so möchte, die erreichen uns trotzdem. Und wenn wir bewusst zuhören und uns mal ganz drauf einlassen, dann ist der Nutzen für uns, für unsere Erfahrung natürlich noch größer, aber der Nutzen ist auch da, wenn wir nicht bewusst zuhören. Und genauso ist der Schaden auch da oder der ungute Nutzen oder die Kraftraubung durch andere Musik, weil die Schwingungen gehen nicht verloren. Mhm. Die Schwingungen verbreiten sich weltweit und treffen auf uns, auf unser Ohr und treffen auf unser Haut und unsere Sinne, also wir nehmen Musik nicht nur mit den Ohren wahr, sondern wir nehmen sie komplett wahr mit dem ganzen Körper, wir nehmen sie wahr mit unseren körpereigenen Wassern, wir nehmen sie wahr mit unseren Hohlräumen in den Knochen und was weiß ich. Das heißt, wir können uns dem gar nicht entziehen. Und wenn wir jetzt eine Gesellschaft haben, in der Musik, in der zum Beispiel viel eben, sag ich jetzt mal, belanglose oder sinnlose Musik, wie sie die heutige Popmusik meiner Meinung nach darstellt, wenn wir uns damit beschallen, was ja passiert über Radio und sonst was, wir kriegen das ab. Ja. Und das schwächt uns dann auf einer Ebene, es sei denn, wir gleichen das eben aus oder stärken uns mit einer Beethoven-Sinfonie, die natürlich tausendmal mehr Kraft hat als irgendein billiger Popsong. Und dadurch kommen wir dann wieder in unsere Kraft und können den Ausgleich bringen oder können auch auf der anderen Seite wieder andere mitnähren. Ne? Also wenn du eine Beethoven-Sinfonie hörst, hörst du sie nicht nur für dich, sondern du hörst sie für unseren kollektiven Geist. Fürs Kollektive. Ja. Mhm. Das ist spannend, ja, wenn man sieht, dass wir Menschen ja nicht nur Materie sind, sondern eben auch Energie und man über die Energie viel beeinflussen kann, ist es natürlich naheliegend auch zu sehen und zu verstehen, dass Musik, was ja Schwingung ist, ganz maßgeblich auch auf unser energetisches System einwirkt und über Frequenzen da eine ganz starke Wirkung auf uns hat. Und das hört sich nach einer wahnsinnigen Einladung an, einfach mal Musik wieder bewusst zu begegnen und auch auszuprobieren und nachzuspüren, wie es wirkt. Ja, also die Gleichung ist im Grunde ganz einfach. Die Information, die in der Musik enthalten ist, die da rein kodiert wurde, zum Beispiel beim Komponieren, also wenn Bach
zum Beispiel, wenn er komponiert hat, hat er immer seinen Sonntagsanzug angezogen, weil er gesagt hat, er tritt in Kommunion mit Gott. Das heißt, er empfängt die Information von Gott, übersetzt die, das ist die Aufgabe des Komponisten, also Komponist heißt ja wörtlich Zusammensetzer, setzt die dann zusammen in Noten, macht die hörbar auf die Instrumente. Da gehört natürlich auch eine gewisse Kenntnis dazu, ein gewisses Wissen. Also er nimmt die Information ist in den Klängen latent enthalten, wie ein Same, in dem die Information einer Pflanze enthalten ist, aber diese Pflanze ist noch nicht sichtbar. Und so ist dann zum Beispiel in einem Werk von Bach, in der, nehmen wir mal die Matthäus-Passion, ist eine bestimmte Information, göttliche Information erhalten, latent, und dann wird sie zum Klingen gebracht und beim zum Klingen bringen keimt dieser Same. Das heißt, die göttliche Information keimt als Schwingung, als Information, und diese Information in der Schwingung trifft dann auf uns Menschen, also auf dich und mich, und kann dort sozusagen aufgehen. Und wenn jetzt zum Beispiel, ganz simpel gesagt, in der Musik der Code oder die Information des Samen ist Frieden, ja, dann bringen wir diese Musik zum Bringen. Friede keimt, erreicht uns, wir spüren inneren Frieden und damit natürlich dann auch den äußeren Frieden. Also meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, Frieden auf der Welt zu schaffen oder Kriege zu beenden, oder die Menschen einfach in ihren inneren Frieden zu bringen, ist Musik, ganz viel Musik zum Erklingen bringen, die den Code Frieden enthält, also die diesen Samen Frieden enthält. Und so gilt es natürlich für alles. Wir können, was in der Musik drin ist, wenn in der Musik Gesundheit drin ist, werden wir gesund, wenn der Code da drin ist. Wenn in der Musik Naturverbundenheit kodiert ist, bekommen wir das am Ende raus. Also die Gleichung ist ganz, ganz, ganz simpel. Musik, Code, enkodieren beim Erklingen und dann manifestiert sich das. Das ist übrigens ein Wissen, was dass in alten Kulturen wie China, Indien noch vorhanden war. Die wussten noch, so funktioniert das, haben wir heutzutage verloren. Und deswegen, also früher im alten China zum Beispiel, da gab es ein Musikministerium und die Musikminister hätten einfach gesagt, warte mal, ihr habt hier Musik, ganz viel Musik, die kodiert Narzissmus zum Beispiel oder Gier. So, das ist auch ein Code in der Musik, in den Klängen. Auch dieser Code wird entschlüsseln und erreicht euch. Wollt ihr eine narzisstische Gesellschaft? Hätten die gefragt? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen eine glückliche Gesellschaft. Die waren noch so drauf, dass sie gesagt haben, wir wollen ein glückliches Volk. Und deswegen haben sie Musik gemacht, die das Volk eben zufrieden und glücklich gemacht hat. Und im Grunde müsste man heute dann sagen, also Musik müsste im Moment, was wir da an Klängen produzieren, ist total ungesund für uns. Es raubt uns unserer Seelenkraft, es raubt uns unserer Naturverbundenheit und was weiß ich alles. Wollen wir nicht. Wir hören auf mit dieser Musik. Konfuzius war da ganz strikt. Er hat gesagt, hört nicht die Musik von dem und dem an, weil sie schwächt euch. Die Musik von dem und dem stärkt euch. Und die haben dann auch ihre Kaiser beraten, entsprechend haben gesagt, so und so Musik brauchen wir. In Indien, im alten Indien auch und in vielen alten Kulturen, auch in Afrika waren die Fürsten und Könige beraten haben, das waren immer die Geschichtenerzähler und Musiker. Weil die hatten den Zugang zu den, die wussten, was braucht die Welt. Die hatten den Zugang zum Kosmos, oder zum Universum, zum Göttlichen, zum Paradies, wie man es nennen möchte, zum Himmelreich, haben dort ihre Informationen genommen, haben sie in Musik verpackt und dadurch zum Erklingen gebracht. Im Grunde, wenn man möchte, wäre es ganz einfach, das Paradies auf Erden zu schaffen, indem wir die entsprechenden Klänge kodieren und zum Klingen bringen. Ja, es ist wahnsinnig. Ich habe da vorhin Gänsehaut bekommen, wo du das gesagt hast mit den, ja, dass da das kodiert ist und es als Klang aufgeht, weil wir haben es heute Morgen von gehabt mit Klang und Energiearbeit, dass man das ja auch spüren kann, wenn eine Disharmonie da ist und man arbeitet energetisch und es wandelt sich zu einer Harmonie. Von daher ist es eigentlich eher frappierend, dass dieses Wissen über die Musik so verloren gegangen ist. Und ich spüre, da ist ein unglaublicher Schatz und eine ganz alte Weisheit und Wissen, genauso wie jetzt das Wissen um Pflanzen und Pflanzenkräfte, sich wieder mit denen zu verbinden oder manche mit Edelsteinen, mit Kristallen, mit Leylines, mit Kraftplätzen oder übers Schamanische, mit Krafttieren, dass es da auch noch die Komponente der Musik gibt, wo man auch
diesen, ja, Musik ganz neu oder alt, ja, in ihrer eigentlichen Kraft und Schatz und Heilkraft auch begegnen kann und zunutze machen kann. Und eigentlich nicht nur für sich selbst, sondern auch in einem größeren Kontext, okay, eigentlich für die ganze Welt und ganze Erde Welt und die ganze Also Musik Menschheit. Wird heutzutage mehr oder weniger nur zu Unterhaltungszwecken oder Kommerzzwecken gemacht. Das, so war Musik nie gedacht. Und wie du richtig gesagt hast, die Pflanzen, alles sind ja auch Schwingungen. Wenn wir den Baum, wenn wir, mittlerweile hat man herausgefunden, dass auch ein Baum musiziert. Man hat Elektroden befestigt und die dann hörbar gemacht, wie so ein Baum schwingt. Und man hört überall Musik. In jedem Grashalm, in jeder Pflanze steckt auch die Schwingung, die als Musik hörbar ist. Und wenn wir umgekehrt eben die Musik so gestalten, dass wir da die Klänge der Natur wieder drin haben. Zum Beispiel Debussy hat ganz viel Naturklänge in seiner Musik. Ja, und wenn wir die wieder bringen, dann kommen wir wieder zurück zu einem, sag ich mal, ökologischen Naturbewusstsein. Weil in Debussy ist der Code drin, verbindet euch wieder mit der Natur, verbindet euch mit euren Archetypen. Das steckt zum Beispiel in Debussy. Auch in Tchaikovsky finden wir ganz viele Naturklänge, die uns wieder mit der Natur verbinden. Und umgekehrt natürlich, wenn wir auf dem Synthesizer Musik machen und ganz viel Synthesizer-Musik hören, da können wir uns denken, verbindet uns ein Synthesizer mit der Natur, Synthesizer-Musik wahrscheinlich eher nicht, sondern schafft Synthetik, schafft Kunststoffe, Plastik-Music, also eine Plastikwelt. Auch das haben wir heutzutage. Das heißt, wenn, auch in alten Kulturen, wenn da irgendwo ein Problem war, die haben nicht angefangen, das Problem, das Symptom zu bearbeiten, sondern gesagt, welcher Klang hat denn zu diesem Problem geführt? Also lasst uns einen anderen Klang machen, der das Problem einfach auf natürliche Art und Weise aus der Welt schafft, indem er es einfach nicht mehr manifestiert. Also wenn du eine bestimmte Pflanze in deinem Garten nicht willst, dann siehst du diesen Samen einfach nicht. Mhm. Ne? Und so einfach ist das Problem dann gelöst. Und jetzt müssten wir erstmal wieder jäten, unseren musikalischen Garten, das ganze Unkraut in Anführungszeichen, also das Ungewollte, die ungewollten Samen, und dann den Garten neu bestellen. Und ja, das ist etwas, was jetzt für uns heutzutage so ein bisschen, für die Menschen könnte es nicht glauben, aber früher, die haben ganz selbstverständlich, es gibt ganz schöne Zitate von Hildegard von Bingen oder sowas, Musik ist, in der Musik ist die Erinnerung an das Paradies enthalten. Oder selbst Klaus Doldinger, der Jazzpianist, hat gesagt, lasst uns das Paradies auf Erden erschaffen mit Musik. Also das, irgendwo ist es, schwirrt das Wissen noch, und wir müssen es nur annehmen und sagen, okay. Mhm. Und das kann im Grunde jeder kann dazu beitragen, indem er zum einfach sagt, ich höre das nicht mehr, was die Welt verschmutzt, was Krieg schafft. Ich höre mal Musik, die Frieden kodiert oder die mich wieder in meine Seelenkraft bringt. Das kann jeder machen. Und indem jeder Einzelne das macht, stärkt er eben das kollektive Feld. Ja. Cool. Ich bin ganz begeistert, einfach, weil mich das wieder bestärkt in diesem Gefühl, dass alles eigentlich eins ist. Ja. Und spannenderweise, dass so wie ich arbeiten möchte mit den Werkzeugen, die ich habe, das eigentlich das Allergleiche ist, wie du mit der Musik unterwegs bist. Und das finde ich gerade total spannend und berührend. Und ich danke dir für diesen wundervollen, spannenden Einblick und möchte dir noch die Gelegenheit geben, ein Schlusswort für dich zu finden oder uns einen Musiktipp oder deine Lieblingsmusik. Also erstmal, wer da mehr drüber wissen will, dem empfehle ich mein Buch. Mache ich jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung. Klar. Aber das Buch heißt, Wie Musik die Welt erschafft, ist im Genius Verlag erschienen. Und dort findet man eben auch konkret Hinweise, ne, was bewirkt Bach, was bewirkt Händel, was bewirkt Haydn, bis hin, was bewirkt Jazz und so weiter. Also so, dass man sich auch ein bisschen ein Wissen dazu aneignen kann. Ich persönlich
meine Musik, die mich am meisten stärkt und mich am meisten in meine Seelenkraft bringt, ist tatsächlich Wolfgang Amadeus Mozart. Ich höre meistens oder ganz oft morgens Mozart oder auch Haydn. Haydn hat auch eine ganz große Kraft, wird oft unterschätzt. Haydn kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Haydn macht einfach gute Laune, bringt einen in eine ganz andere Schwingung. Aber Mozart hat nochmal diese etwas tiefere Dimension für mich, finde ich. Diese Verbindung mit dem Göttlichen, also wirklich dieser Ruf des Menschen nach dem Gott und die Antwort Gottes, das ist beides in Mozart-Musik drin. Ja, der Mensch, der nach Gott ruft und Gott, der antwortet. Und das ist so beruhigend und so, schafft so einen inneren Frieden. Und gleichzeitig aber auch, ist es so menschlich, auch so dieses Mitgefühl für das Menschliche ist da auch drin. Ja, ich finde, da ist eben alles enthalten. Also unser ganzes Dasein hier und unsere ganze, die Auferstehung, passend zu Ostern, die ist da in Mozart auch drin. Ich empfehle, also konkrete Empfehlung, Mozart-Klavierkonzerte. Die sind relativ gut zugänglich und absolut ergreifend. Super. Ich glaube, ich werde ab sofort Musik mal mit anderen Ohren hören und mich neu auf klassische Musik einlassen. Ja, danke dir. Danke dir.